Erste an 1 gesetzt. Miloslav Mečija zum dritten Mal in Folge im Endspiel hier in Hamburg an 2 gesetzt. Vor 2 Jahren siegte er gegen den Schweden Henrik Sundström. Im Vorjahr unterlag er gegen den Franzosen Henri Leconte, der aufgrund einer Verletzung seinen Titel hier am Roten Baum nicht verteidigen kann. Die Einschlagzeit ist beendet. Und es geht sofort los mit Aufschlag Miloslav Mečija. Hier groß im Bild. Out. 15-0, 15 long. Out. 30-0, 30 long. Einer der stärksten Schläge von Mečija, die beidhändige Rückhand mit sehr, sehr viel Druck und viel Präzision, 40-30. Vorteil Mečija. Advantage Mečija. Das beherrscht der Ivan Lendl. Passierbälle aus dem Lauf geschlagen, mit der Vorhand die Linie entlang. Vorteil.
Vorteil Lendl. Advantage Lendl. Zum Auftakt ein Aufschlagverlust von Miloslav Mečiar, dem 22-Jährigen aus Prievidza in der Slowakei. Und das, nachdem er bereits mit 30:0 geführt hat. Schiedsrichter der Begegnung, Rudolf Berger aus München. Und gespielt wird auf 3 Gewinnsätze. Das heißt, im höchsten Fall werden wir 5 Sätze hier erleben am Hamburger Roten Baum, wo leider, nachdem es heute Vormittag sehr schön war, doch einige Wolken aufgezogen sind. Wir wollen es nicht hoffen und beschreien, aber zumindest kann man es nicht ausschließen, dass es wie gestern vielleicht dann und wann eine Regenunterbrechung geben wird. Lendl gegen Mečiar, das ist ja das Endspiel, auf das man hier gehofft hat. 3-mal haben die beiden gegeneinander gespielt. 2-mal im vorigen Jahr in Mailand und im Finale der amerikanischen Meisterschaften in Flushing Meadow. Beide Male siegte Ivan Lendl. Aber in diesem Jahr in Key Biscayne, da war Miloslav Mečiar erfolgreich mit 3:0 Sätzen. Man erwartet eigentlich ein absolut offenes und ausgeglichenes Endspiel. Aufschlag Lendl. Lendl to serve. 1:0. Aufschlag Lendl. Sich bitte hinsetzen in der ersten Reihe, bitte. Thirty fifteen. Zu lang geraten, dieser versuchte Volley-Stop von Miloslav Mečiar. Und dann hat Lendl natürlich keine Mühe, Mečiar zu passieren. 40-15.
Spiel Lendl. Gar keine Frage, Ivan Lendl hat den besseren Start erwischt, ist erheblich konzentrierter, sicherer als sein Gegner, dem in der Anfangsphase sehr viele Fehler unterlaufen, vor allen Dingen auf der Rückhandseite. Beide haben auch in den Spielen zuvor nicht immer den besten Start erwischt. So musste Meciar, der noch keinen Satz abgegeben hat auf dem Weg in das Endspiel, zweimal im ersten Satz in den Tiebreak gehen und gegen seinen Landsmann Milan Sriver musste er sogar zwei Satzbälle abwehren. 15-0, 15 love. Außerhalb. 30-0. 30 love. Wunderbarer Passierball von Ivan Lendl, mit der Rückhand geschlagen, diagonal. Normalerweise passiert er die Linie entlang, zumindest häufiger. Und Einstand. Deuce. Samantha Frankel, die Freundin von Ivan Lendl, die ihn begleitet auf der Europatournee, die ihn dann weiter nach Rom und nach Paris führen wird. Vorteil Meciar. Advantage Meciar. Gar nichts, was der Meciar da gemacht hat. Das sollte ein Stopp werden. Er sprang in den Ball hinein.
Vorteil Meteor. Advantage Meteor. Angelini der Wald. Deuce. Vorteil Lendl. Advantage Lendl. Lendl. 3:0 Führung für Ivan Lendl und Miroslav Meciar hat seinen Rhythmus überhaupt noch nicht gefunden. Fehlerhaft in seinen Aktionen. 16 Minuten sind gespielt und wir begrüßen jetzt auch die Fernsehzuschauer von Südwest 3, die sich unserer Übertragung angeschlossen haben. 3:0 Führung für Ivan Lendl und bereits 2 Aufschlagverluste von Miroslav Meciar, dessen Aufschlag ja ohnehin nicht der stärkste ist. Aber normalerweise kommt er sehr, sehr lang, heute häufig zu kurz, dass er von Ivan Lendl gleich attackiert werden kann. Lendl, der auch immer Startschwierigkeiten hatte, bei seinen beiden letzten Spielen wirkt sehr konzentriert. Der 27-jährige in Ostrau geborene Tschechoslowake, der ja seit Jahren in Greenwich in Connecticut in den USA lebt und gerne amerikanischer Staatsbürger werden möchte. Time. Lendl kam ja in große Bedrängnis bei seinen beiden Begegnungen gegen Thierry Tulin im Viertel und gegen Kent Carlson im Halbfinale. Gegen Tulin, den Franzosen, lag er nach verlorenem ersten Satz, im zweiten mit 2:4 zurück. Gegen Carlson nach ebenfalls verlorenem ersten Satz mit 3:5. Aber jedes Mal hat sich Ivan Lendl in der entscheidenden Phase steigern können, hat gekämpft. Bitte Ruhe. Und hat dadurch das erreicht, was er eigentlich wollte. Hart umkämpfte Spiele. Bitte Ruhe. Als Vorbereitung auf die französischen Titelkämpfe in Paris, die er ja schon 2-mal gewonnen hat. 3:0, Aufschlag Lendl. Thank you.
30-0. 30 love. Spielende. Ja, es geht überhaupt nicht zusammen bei Miloslav Mečija. Das erste Aufschlagspiel gewann Lendl zu 15, das zweite zu 0. Aber so kennt man den 22-jährigen Tschechoslowaken aus Prievidzhaja. Er kann ein ungeheuer geniales Tennis spielen, ist eine Bereicherung für das Spitzentennis. Aber wenn es bei ihm nicht läuft, dann geht überhaupt nichts zusammen. Das hat man auch schon oft erlebt. Er kann sehr schwankend sein in seiner Leistung. Aber noch befinden wir uns ja in der Anfangsphase dieses Finals. Fifteen all. Stark gespielt von Lendl, dieser Ball. Vorteil mit hier. Advantage mit hier.
Spiel mit hier. Erster Spielgewinn für Miloslav Mečija zum 1:4 im ersten Satz. 15:40 lag er schon zurück. Der 22-Jährige, der in diesem Jahr bislang der erfolgreichste Spieler in der Welt ist. Er gewann bereits 4 Turniere. Oakland, Sydney, Key Biscayne und Dallas. Ein Vielspieler in den ersten Monaten, hat fast kein Turnier ausgelassen. In der Weltrangliste belegt er Position 5. Ja, was wird entscheidend sein bei diesem Finale? Lendl hat sicherlich Vorteile im Aufschlag und mit der Vorhand. Aber mit diesen beiden Schlägen war er im bisherigen Verlauf des Turniers hier in Hamburg eigentlich nicht sehr zufrieden. Auf der anderen Seite ist Mečija der Spieler, der immer wieder über geniale Einfälle verfügt. Der ja ein ganz anderes Tennis spielt als viele aus der Weltspitze. Die Tennisspieler sagen, man kann sein Spiel nicht lesen. Man weiß nicht genau, was er vorhat, wohin er spielt, was er plant. Das sieht alles so langsam aus, was der Mečija da macht. Aber auf der anderen Seite bewegt er sich unglaublich schnell. Er kann erheblich mehr, als er bislang gezeigt hat. Bitte Ruhe. Danke. Vier zu eins. Aufschlag Lendl. Null, 15, Love, 15. Beide. 15-0. Außerhalb? 40, 30, 40, 30. Entschuldigt sich quasi ein bisschen für diesen Ball, denn Sie haben es vielleicht gehört. Er hat den Ball überhaupt nicht richtig getroffen, ein bisschen mit dem Rahmen getroffen. Und dadurch war er unberechenbar für Miloslav Mečija, wie dem auch sei.
Erneuter Aufschlaggewinn von Ivan Lendl zur 5:1 Führung. Ein gutes Aufschlagspiel von Lendl. Es kamen relativ viele erste Aufschläge. Und dann ist natürlich der 27-jährige Weltranglistenerste gleich im Vorteil. Fifteen all. Außerhalb. 15:30. Satzbälle für Ivan Lendl nach diesem schwachen Lobversuch von Miroslav Mečija. Viel zu kurz. Einstand. Deuce. Vorteil Lendl. Advantage Lendl. Spiel und erster Satz, Lendl. Nur 33 Minuten dauerte dieser erste Satz, den Ivan Lendl mit 6:1 gewinnt und mit einem Gewinnpunkt von der Grundlinie beendet. Das ist ja die Stärke von Ivan Lendl, dass er von der Grundlinie einen ungeheuren Druck ausüben kann auf jeden Gegner. Lendl hat ganz eindeutig dominiert in diesem ersten Satz, hat vor allen Dingen sicherer gespielt als sein Gegner, hat das Spiel dominiert. Und Miroslav Mečija, bei ihm hat man ein bisschen den Eindruck, als wenn er noch gar nicht richtig auf dem Platz steht. Viele, viele Fehler, sowohl auf der Vor- als auch auf der Rückhandseite. Der erste Aufschlag kommt zu selten. 12.000 Zuschauer etwa sehen dieses Finale hier auf dieser imposanten Anlage am Hamburger Roten Baum. Second set.
Und Sie hoffen natürlich, dass dieses Endspiel ein bisschen interessanter verlaufen wird im weiteren Verlauf als im ersten Satz. Lendl hat sich hier im Verlauf des Turniers mehr und mehr gesteigert. Er hatte die schwierigeren Spiele zu bestreiten. Bitte Ruhe. Hat viel mehr kämpfen müssen, um dieses Endspiel zu erreichen, als Miloslav Mečija. Der Linienrichter wird gebeten, den Abdruck zu überprüfen. Man sieht ihn genau und er gibt den Ball aus. Also zweiter Aufschlag, Lendl. Bitte Ruhe. Außerhalb 0-15, Love 15. Hervorragend gespielt von Ivan Lendl. Langes Rückhandduell, wie man es oft erlebt im Spiel dieser beiden. Mečija weit auf der Rückhandseite stehend und dann die knallharte Rückhand von Ivan Lendl die Linie entlang. Da war das Feld offen. First service. First service. Beide. 30 all.
40, 30. Ja, es geht im zweiten Satz so weiter, wie es im Spiel, ersten Satz schon gelaufen ist. 1:0 Führung für Ivan Lendl. Mecia hatte bislang noch keinen einzigen Spielball bei Aufschlag von Lendl, der so spielt, wie man ihn kennt, mit viel Druck auf der Vorhandseite und mit sehr viel Tempowechsel auf der Rückhandseite. Überrissene Bälle, dann wieder unterschnittene Bälle. Lendl bedient vorrangig die Rückhand von Mecia und da macht der Tschechoslowake viele, viele Fehler. Vor allen Dingen nach den unterschnittenen Bällen, wie eben zuletzt gesehen. Es hat ja doch viel geregnet in den letzten beiden Tagen hier in Hamburg. Das heißt, der Platz ist langsamer geworden, die Bälle springen nicht so hoch ab. Und da hat Mecia dann mit seiner beidhändigen Rückhand doch viel, viel Mühe, noch unter den Ball zu kommen. Time. Und all das, was Mecia sonst auszeichnet, das vermisst man heute. Die Genialität in seinem Spiel. Er hat sich bislang nicht viel einfallen lassen. Aufschlag fast Mecia. Nur von der Mecia Grundlinie. Und variiert sein Spiel auch viel zu wenig, wie man das sonst von ihm kennt. Die bitte hinsetzen. Aber wenn es nicht läuft, dann versucht man natürlich zunächst einmal den Ball im Spiel zu halten. Aber selbst das gelingt Mecia häufig nicht. Aus. 15:0. Ja, und dann hat Lendl auch noch Glück. 15:0. Es läuft nicht zusammen bei Mecia. Zumindest bislang noch nicht.
Spiel Lendl. Und mit dem ersten Doppelfehler von Mechia geht Ivan Lendl mit 2:0 in Führung im zweiten Satz. Das ist bereits der vierte Aufschlagverlust von Miroslav Mechia. Man kann eigentlich alle Schläge von ihm nehmen. Aufschlag, Vorhand, Rückhand, Volleys. Mit allen ist er bislang unter seiner Normalform geblieben. Und auf der anderen Seite Ivan Lendl sehr konzentriert, der natürlich merkt, dass der Gegner unter seinen Möglichkeiten bleibt und natürlich schnell versuchen wird, diese Schwächen auszunutzen, vor allen Dingen auf der Rückhandseite, die Lendl bei Mechia immer wieder anspielt. Immer wieder ein vergleichbares Bild. Wenn es längere Ballwechsel gibt, dann heißt in 9 von 10 Fällen der Sieger Ivan Lendl. Lendl führt mit 3:0. Game Lendl. 3:0 für den Weltranglisten-Ersten, der bislang überhaupt nicht in Gefahr geraten ist. Mechia hat kein Zutrauen zu seinem Spiel, er riskiert nichts. Aber das ist typisch. Wenn man sehr fehlerhaft agiert, dann hat man natürlich auch keinen Mut zum Risiko.
Wie zuletzt gesehen, da versuchte er einmal einen Stoppball. Normalerweise eine ganz, ganz starke Waffe von Mechir. Aber auch dieser Stoppball viel zu kurz geraten, fiel ins eigene Feld zurück. Ivan Lendl hat natürlich überhaupt keine Veranlassung, seine Taktik zu ändern. Er hält den Ball im Spiel, versucht Mechir ein bisschen unter Druck zu setzen und braucht dann nur auf den Fehler von Mechir zu warten. Und die macht dieser ja zuhauf. Time. Wie bislang gesehen in diesem Finale, in dem jetzt 50 Minuten gespielt sind. Und das bisher enttäuschend verlaufen ist. Bitte Ruhe. Weil einseitig. Aber das muss natürlich nicht so weitergehen. Was hat es nicht gerade im Tennis für Wandlungen innerhalb einer Begegnung gegeben? Love 15, love 30. Außerhalb. 30 beide. 30 all. Ivan Lendl extrem unterschnitten, dieser Rückhandball, der nach dem Aufprall praktisch eine Rückwärtsbewegung hatte. Unerreichbar für Mechir hier.
Vorteil mit hier. Advantage mit hier. Ja, so ist das. Wenn nichts läuft, dann kommt natürlich auch ein bisschen Pech hinzu. Endlich einmal ein mutiger Angriff von Mechir. Der Ball springt auf die Netzkante. Und dann ins Aus. Sehr schön gefühlvoll gespielt von Mechir, dieser abschließende Flugball, den er sehr tief nehmen musste. Äußeren Nestpfosten vorbeigespielt und das entspricht den Regeln. Bislang der schönste Ballwechsel in diesem Spiel. Schauen Sie genau hin. Da bekommt Lendl den Ball und das ist leider nicht genau zu erkennen. Er hat ihn natürlich unterhalb der Netzhöhe am Pfosten vorbeigespielt. Das entspricht den Regeln, ist erlaubt. Einstand. Bitte Ruhe. Danke. Aus. Vorteil Lendl. Advantage Lendl. Einstand. Deuce. Da hat nicht viel gefehlt. Bei diesem Rückhandball von Lendl, die Linie entlang. Advantage Mechir.
Einstand. Deus. Das bislang längste Spiel zum 5. Mal Einstand. Vorteil Mitchell, Advantage Mitchell. Spiel mit hier. Na bitte. Mit viel Mühe zwar, aber Mechir gewinnt das erste Spiel im zweiten Satz und Sie werden es bemerkt haben, Mechir hat seine Taktik geändert. Er spielt viel aggressiver, geht viel häufiger vor ans Netz, weil er gemerkt hat, dass er bei den langen Ballwechseln offensichtlich zumindest bislang chancenlos ist. Das war das bislang abwechslungsreichste Spiel und so ähnlich hatte man sich eigentlich den Verlauf dieses Endspiels gedacht. Der erste Aufschlag wird wiederholt. Der Schiedsrichter hat den Linienrichter überstimmt. Der Ball war auf der Linie, so würde ich es auch gesehen haben. Also zwei Aufschläge für Lennon. Beide. 15-0. Thirty-one.
40, 30, 40, 30. Das Problem auf der Rückhandseite bei Mechia bleibt bestehen. Einstand. Deuce. Zum ersten Mal Einstand. Bei einem Aufschlagspiel von Lendl. Zum ersten Mal hat Mechia 3 Punkte gegen den aufschlagenden Ivan Lendl gemacht. Bislang im Höchstfalle 2. Und nun hat er zum ersten Mal Spielball gegen Lendl. Interessant zu sehen eben, wie Mechia sich aus seiner überaus bedrängten Position wieder herausspielen konnte. Außerhalb, erster Aufschlag, Verlust von Ivan Lendl. Und Miroslav Mechia kommt auf 2:3 heran in einem Finale, von dem man ein bisschen den Eindruck hat, als wenn es jetzt erst richtig losgeht. Vorher war es einfach zu einseitig. Mechia hat sich gesteigert. Vor allen Dingen gelingt es ihm dann und wann, jetzt noch einmal Lendl unter Druck zu setzen. Und wir schauen uns eine Studie von Ivan Lendl an mit der typischen Vorhand, die weite Ausholbewegung. Die Rückhand sehr variabel gespielt, mal überrissen, mal unterschnitten. Ein Athlet von Kopf bis Fuß, dieser 27-jährige Ivan Lendl, trifft die Vorhandbälle meist in Kniehöhe mit einem sehr flach geschlagenen Topspin. Immer wieder sofort die Orientierung zurück zur Platzmitte. Sehr schnell. Hier wunderbar zu sehen, dieser flache Topspin, mit dem er sehr viel Druck ausüben kann. Und dann, Sie erinnern sich aus dem vergangenen Spiel, dieser überraschend angesetzte, extrem unterschnittene Ball, den Mechia nicht erreichen konnte. Bitte Ruhe. Ausgeglichener jetzt diese Begegnung. Natürlich ohnehin kein Spiel wie jedes andere. Lendl möchte als gebürtiger Tschechoslowake nun amerikanischer Staatsbürger werden. Mechia lebt in der Tschechoslowakei, erwähnt das immer wieder, ist stolz darauf. Und darauf angesprochen, sagte Lendl gestern, nun die beiden, man sei freundlich zueinander. Er lebe in einem Land und Mechia in einem anderen. Aber das ist natürlich schon ein gewisses Prestigeduell zwischen diesen beiden. Diesen Ball spielt Mechia sehr häufig, nur etwa bis in die Höhe der Aufschlaglinie. Lendl steht ja, wenn Sie das beobachten, häufig 1 bis 1,5 Meter hinter der Grundlinie. Und dann hat er häufig Mühe, diese Bälle noch zu erreichen, die etwa in Höhe der Aufschlaglinie aufspringen. Thank you.
40-0, Fortilan. Das war ein völlig missratener Schlag von Ivan Lendl. Weder ein Grundlinienschlag noch ein Stopp. Keine Mühe für Mechir, der zum 3:3 ausgleicht. Und der zum ersten Mal ein Aufschlagspiel zu Null gewinnt. Stark gespielt von Lendl. Außerhalb. 40-0, Fortilan. Ein wichtiger Spielgewinn für Ivan Lendl, der ja zuvor drei Spiele in Folge verloren hatte. Viel, viel Ballgefühl hat er wieder gezeigt bei diesem letzten Ball. Wir schauen uns den noch einmal an. Weit aus dem Feld herausgetrieben und dann mit viel Gefühl gespielt, dieser diagonal angesetzte Stoppball, den Mechir, der ja sehr, sehr schnell ist, obwohl das häufig gar nicht so aussieht, nicht mehr erreichen kann. 2:0 Spiele hintereinander, einmal für Mechir, einmal für Lendl, der ja hier in Hamburg vor allen Dingen Spielpraxis erlangen wollte und das ist ihm gelungen. Er hat viel gespielt hier bei den langen Begegnungen gegen Thierry Tulane und gegen Kent Carson. Und nun möchte er natürlich dieses Turnier gewinnen, gar keine Frage. In diesem Jahr hat er noch keinen Turniersieg auf seinem Konto.
Insgesamt gewann er 72 Turniere seit 1980. Da war er zum ersten Mal erfolgreich. Und der Titel eines internationalen deutschen Meisters, der fehlt ihm noch. Da war raus. 0-15, Love 15. Sehen beide 15-0. Und Miloslav Mečija schüttelt den Kopf. Da hat er eigentlich alles getan, der 22-jährige Tschechoslowake. Einen guten Vorbereitungsball gespielt, hat Druck ausgeübt auf Ivan Nendl, auch schon in den Bällen zuvor. Und dann kommt wieder dieser Ball, den Nendl so beherrscht. Der Vorhandpassierball aus dem Lauf herausgeschlagen, die Linie entlang. Der war gar nicht so doll, dieser Stopp von Mečija, aber Nendl stand sehr, sehr weit hinter der Grundlinie und hatte so Mühe, überhaupt noch an den Ball heranzukommen.
Vorteil Lendl, Advantage Lendl. Fünfter Aufschlag Verlust von Miroslav Mečir. Der erste Aufschlag bei dem Tschechoslowaken kommt, man kann fast sagen, überhaupt nicht. Bitte Ruhe. Unterm Aufschlag erkennt man ja häufig, ob ein Spiel gut läuft oder nicht. Wenn der Aufschlag nicht kommt, dann ist man in all seinen Aktionen unsicher. Und das hat Mečir ja über weite Strecken dieser Begegnung bislang unter Beweis gestellt.40-0. Drei Satzbälle für Lendl. Forty-fifteen. Und zweiter Satz, Lendl. Eine Stunde und 25 Minuten sind gespielt und Ivan Lendl führt mit 6-1 und 6-3. Das ist natürlich ein Spiel, wie Ivan Lendl es mag. Er spielt sehr sicher, so wie man das kennt, sehr druckvoll und wartet auf die Fehler seines Gegners und die macht Miroslav Mečir nach wie vor zuhauf. Gestern war das anders beim Spiel gegen den Schweden Kent Carlsson. Da musste Lendl selbst die Punkte machen, denn Carlsson unterlief in den ersten beiden Sätzen praktisch überhaupt keine Fehler. Noch einmal eine Studie von Ivan Lendl. Typisch diese Aktion, er bleibt ja meistens nach dem ersten Aufschlag, auch wenn der kommt, hinten, wartet auf den häufig dann zu kurzen Return seines Gegners. Und dann peitscht er den Ball meist mit der Vorhand unerreichbar für den Gegner. Das kommt natürlich auf einem Sandplatz nicht so zum Tragen wie auf einem schnelleren Belag. Ja, um das weiterzuführen, diese Art zu spielen, liebt Ivan Lendl. Auf der anderen Seite muss Mečir mehr riskieren. Das kann er normalerweise auch, aber
Heute gelingt es ihm bislang zumindest noch nicht. Sein Spiel ist zu fehlerhaft. Ihm gelingt es nicht, Druck auszuüben auf seinen Gegner. Er hat jetzt nichts mehr zu verlieren. Er muss mehr riskieren, Miroslav Mečija, wenn er diesem Spiel noch eine Wende geben will. Okay. Love 13. Love 40. First service. Außerhalb. Aufschlagverlust Nummer 6 von Miroslav Mečija. Spiel, dritter Satz. Game, Lendl, first game, third set. Es läuft weiter wie gehabt, wie gesehen. Natürlich möchte Miroslav Mečija gerne stärker spielen, aber wenn Sie selbst Tennis spielen, meine Damen und Herren, wissen Sie, es gibt solche Tage, da läuft einfach nichts zusammen. Und bei Miroslav Mečija hat man Ähnliches schon häufiger erlebt. Auch Ivan Lendl sprach das gestern an, als er gefragt wurde, wie er denn zum heutigen Finale stehe. Und da sagte er, der Mečija kann ein ungeheuer gefährlicher Mann sein, weil er die Bälle sehr früh nimmt, weil er das Spiel schnell machen kann, weil er so viele Überraschungen in sein Spiel eingebaut hat. Aber auf der anderen Seite weiß man und weiß Lendl, dass Mečija ein Mann ist, dessen Spiel häufig Time. Großen Schwankungen unterworfen ist. Sie erinnern sich, in Düsseldorf Lendl. Beim World Team Lendl Cup, da hat er gegen Connors mal geführt und dann von unten aufgeschlagen, bitte Ruhe. Weil er nervlich der Begegnung nicht mehr gewachsen war. Und häufig erlebt man diesen Mečija in dieser Verfassung im Davis-Pokal vor heimischem Publikum in Prag, wo er bittere Niederlagen hat einstecken müssen. Love 15-0, 15 love.
30-0. 30 love. Das war der erste Punkt für Mechi im dritten Satz. 30-15, 30-15. Lendl fragt, acht Wert gesagt, Fehler. Antwort von Schiedsrichter Berger, ich. Ja, auch ich meine gehört zu haben, dass der Ball die Netzkante berührt hat, aber die Netzrichterin hat nichts angezeigt. Mechi blieb einfach stehen, auch der Schiedsrichter hat nichts gehört, Rudolf Berger. Und so bleibt es bei der Entscheidung. Punktgewinn für Lendl zum Einstand. Leute schmunzeln über die Position, die Mechi hier eingenommen hat, um den Aufschlag von Lendl zu erwarten. Er wedelt da mit dem Schläger mal ein bisschen hin und her. Vorteil Lendl. Advantage Lendl.
Spiel Lendl. Und diesen Ball von Lendl, den kennen Sie ja, den Vorhandball aus dem Lauf geschlagen. Diesmal nicht die Linie entlang, sondern diagonal. 2:0 Führung für Lendl und Mecia hat dann eine gute Möglichkeit vergeben, denn er hatte ja Spielball. Hier unter den Zuschauern auch Günter Bosch, interessierter Beobachter dieser 81. internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland.15, 40, 15. Out. 40, 30, 40, 30. Ballwechsel dieser Art mit diesen extrem hoch über das Netz geschlagenen Bällen sah man gestern sehr, sehr häufig in der Begegnung zwischen Lendl und Carlsson. Man versucht, den Gegner ein bisschen aus dem Rhythmus zu bringen. Und man kann mit diesen hohen Bällen eigentlich sehr, sehr wenig anfangen. Es sei denn, dass man es einfach riskiert, in der Ausholbewegung des Gegners ans Netz vorzurücken. Oh nein. Vorteil Lendl, Advantage Lendl.
Wunderbar. Wunderbar gespielt von Ivan Lendl zur 13-0-Führung im dritten und vielleicht schon letzten Satz. Wer weiß das, im Moment hat es natürlich den Anschein. Siebter Aufschlagverlust von Milos Glavmeci, der zweimal in diesem gerade abgelaufenen Spiel sein Können hat aufblitzen lassen mit der beidhändigen Rückhand, mit der er normalerweise so gefährlich agieren kann. Zweimal war er erfolgreich mit sehr, sehr früh genommenen Bällen die Linie entlang. Auf der anderen Seite ist es Ivan Lendl praktisch in diesem Finale bisher immer wieder gelungen, auch bei kritischen Situationen letztendlich doch die entscheidenden Punkte zu machen und die Spiele zu gewinnen. Der letzte Ballwechsel in der verlangsamten Wiederholung. Gar nicht schlecht, sehr lang dieser Vorbereitungsball von Milos Glavmeci, aber doch ein bisschen zu sehr in die Mitte platziert. Und dann der Passierball von Lendl, der sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt, der fast nur, wie so oft bei ihm gesehen, von der Grundlinie aus agiert. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt heute schon einen Flugball geschlagen hat. Bitte hinsetzen. Er hat ja auch keine Veranlassung, irgendetwas an seiner Spielweise zu ändern. Bitte. Mit dieser Art und Weise ist er heute erfolgreich und führt mit 6:1, 6:3 und 3:0. Danke. Thank you.
40, 15, 40, 15. Wie so oft gesehen, langes Grundlinienduell und Lendl macht den Punkt. Lendl führt 4:0. Game Lendl, he leads by 4 games to love. 4:0 und die Rückhandschwäche bei Meetschier ist nach wie vor eklatant. Natürlich auch wenig Stimmung unter den, wie gesagt, knapp 12.000 Besuchern. Dafür verläuft dieses Endspiel bislang zu eindeutig. Ballwechsel über weite Strecken. Meetschier das Spiel diktiert. Und dann macht Lendl zum zweiten Mal mit einem extrem unterschnittenen Stoppball den Punkt.
40, 30, 40, 30. Spiel mit hier. Das war wieder so ein Ball von Meccia. Etwa in die Höhe der Aufschlaglinie geschlagen. Und da hat Lendl dann doch weit hinter der Grundlinie stehend Mühe, überhaupt noch an den Ball heranzukommen. Bislang ein ähnlicher Verlauf wie im ersten Satz. Auch da führte Lendl mit 4:0 nach zwei Aufschlagverlusten von Meccia und dann gewann der internationale deutsche Meister des Jahres 1985 zum ersten Mal seinen Aufschlag. In der Anfangsphase des zweiten Satzes, da blitzte dann und wann das Können von Meccia auf, da riskierte er auch etwas, da ging er häufiger vor ans Netz, jetzt spielt er wieder fast nur von der Grundlinie. Time. 1-6, 3-6, 1-4. Meccia müsste sich etwas einfallen lassen. Das würde er sicherlich auch gerne, aber er hat, so hat es jedenfalls den Eindruck, auch kein rechtes Zutrauen heute zu seinem Spiel. All das, was ihn sonst auszeichnet, das klappt heute nicht. Bitte Ruhe. Ruhe bitte. Danke. Bitte Ruhe. Fifteen, 30, 15, 30.
15, 14, 15, 14. Das ist natürlich nicht sehr hochklassig, was die beiden in dieser Phase bieten. Gutes Rückhandtraining für Meiji. Nach langer Zeit wieder einmal ein Aufschlagverlust von Ivan Lendl. Der zweite in diesem Finale. Aber eigentlich muss man sagen, dass eher Lendl die beiden letzten Spiele verloren hat, als dass Meciar sie gewonnen hat. Im Moment gibt es einige Konzentrationsschwächen bei Ivan Lendl im letzten und auch in diesem Spiel. Ihm sind da Fehler unterlaufen, wie man sie vorher in diesem Finale, zumindest in dieser Häufigkeit und Dichte, noch nicht gesehen hat. Sehen beide. 15-0. Endlich einmal ein gelungener Passierball von Miroslav Meciar. Thank you.
Spiel mit hier. Drei Spiele hintereinander für Miloslav Mečir. Und Ivan Lendl hat sich ein bisschen das Heft aus der Hand nehmen lassen. Er spielt für meine Begriffe ein bisschen zu viel einfach nur mit, übt nicht mehr den Druck aus, wie über weite Strecken dieses Endspiels. Und Mečir seinerseits ist ein bisschen sicherer geworden, hat die Fehlerquote niedriger halten können und wartet jetzt eigentlich seinerseits auf die Fehler von Ivan Lendl. Er hat auch nicht allzu viel getan, außer beispielsweise dem herrlichen Passierball, den wir Ihnen ja zweimal zeigen konnten. Ansonsten hat er auf die Fehler gewartet und die macht Lendl jetzt in verstärktem Maße in dieser Phase des Endspiels. Aber immer noch führt der Weltranglisten-Erste und der Nummer 1 hier in Hamburg gesetzte Ivan Lendl mit 4:3 in diesem dritten Satz. Aber ähnlich wie im zweiten kommt jetzt doch noch einmal so etwas die Spannung auf. Bitte Ruhe. Bitte Ruhe. Bezeichnend dieser Spielgewinn für Ivan Lendl, so hat man ihn häufig erlebt, auch in diesen Tagen hier in Hamburg. Gegen Thulan und gegen Carlsson, als er in absoluter Bedrängnis war, jeweils im zweiten Satz, nachdem er den ersten verloren hatte, da spielte er das stärkste Tennis. Und jetzt, wie im zweiten Satz, da er Gefahr lief, sich von Mečir ein bisschen einlullen zu lassen, übernahm er wieder die Initiative und führt nun mit 5:3.
15-0, 15 love. Das war wieder so ein Ball, wo Lendl Mühe hatte, überhaupt heranzukommen. Und daraus entwickelte sich dann der letztendlich klar herausgespielte Punktgewinn für Mechia. Wie steht es denn da oben? Danke. Fünf, zehn, beide. 15-0. Wunderbar. Auch wenn Mechia den Punkt gemacht hat, Lendl ist läuferisch wieder enorm stark. Er kommt dann fast alle Bälle heran. First service. Sehr schön, dieser überrissene Lob von Lendl. Matchball für Ivan Lendl. Und bezeichnend für Miloslav Mechia am heutigen Tag, wie wenig er aus diesem Ball gemacht hat, den Lendl mit der Vorhand überhaupt nicht richtig getroffen hatte. Vorteil Lendl, Advantage Lendl. Immer wieder gibt es aufmunternden Beifall für Mechia. Der ist keinesfalls gegen Lendl gemünzt. Aber die Zuschauer würden natürlich gerne ein etwas längeres Finale hier miterleben.
Spiel Satz und Sieg für Ivan Lendl nach einer Spielzeit von 2 Stunden und 16 Minuten mit 6:1, 6:3 und 6:3. Ohne Frage ein enttäuschendes Finale, so wie es gelaufen ist. Es hat viele, viele Prognosen vor diesem Endspiel gegeben. Und eigentlich waren mehr der Meinung, dass Mechia hier gewinnen würde. Man bezeichnete die Chancen zu seinen Gunsten etwa als 60-40. Auf jeden Fall hatte man einen interessanteren und einen abwechslungsreicheren Verlauf erwartet.